Black Wings Linz gegen den VSV, das ist unser Angebot am Sonntagabend für Sie, liebe Sky Sport Zuschauer. Willkommen in der Keine-Sorgen-Arena in Linz. Da geht schon los mit der ersten Strafe, wegen Haken, und hier war der erste Treffer, aber Head Referee zeigt dann, er will sich das Ganze auf Video anschauen. Na, da geht es schon einmal flugslos in dieser Partie. Jetzt bin ich gespannt auf die Entscheidung des Referees. Wir sehen es hier noch einmal. Zunächst hakt hier Christian Bahn. Strafe ist angezeigt. Dann kommt der Pass von Martin Grab, Herr Meier, und wird hier wohl von Christian Bahn ins Gehäuse abgelenkt. Keine einfache Entscheidung für die Head Referees. Hier schon nach 15 Sekunden. So, das ist das, was die Head Referees sehen. So wie es ausschaut, ist die Scheibe komplett hinter der Linie. Würde wohl das 1:0 bedeuten, und so ist es auch. Perfekter Auftakt hier für die Black Wings aus Linz. Und nach 15 Sekunden den Stempel aufdrückt. Die Linzer führen also nach diesem ersten Drittel gegen die Villacher mit 1:0. Und da ist der Linzer zurück, nämlich Rich Pornilla, und er geht jetzt mit bei der Breakmöglichkeit. Lihi Süd. Riesenmöglichkeit jetzt zum 2:0 für die Black Wings. Christler, Fatin, Kaspitz, und jetzt trifft er. Roland Kaspitz macht den Ausgleich, da hat er aufgeschaut und zieht dann ab gegen Alex Westland, und nach 14 Minuten 28 im zweiten Drittel macht der Topscorer des VSV hier den Ausgleich für die Villacher, und das in Überzahl. Wartet geschickt, schaut auf, und dann wunderschön ins Kreuzeck. Westland war da etwas früh auf dem Boden. Kaspitz hat das gesehen, überlegt gemacht vom Topscorer des VSV, von Roland Kaspitz. Noch einmal gewinnt Linz das Problem. McDonald trifft. Frank McDonald trifft zum Führungstreffer für die Black Wings bei 5 gegen 3 Überzahl. Frank McDonald macht damit den zweiten Treffer für sein neues Team. Hier nochmal, die Linzer gewinnen dieses Face-Off. Dann kommt die Scheibe von Pat Leahy zum McDonald, und der zieht ab, findet irgendwie die Lücke. Und an Prohaska vorbei geht die Scheibe ins Netz. War auch relativ viel Verkehr vor Gerd Prohaska in dieser Situation. Jetzt nützen also die Linzer dieses 5 gegen 3, gehen wieder in Führung. Und Günther Lanzinger noch einmal im Einsatz, und damit sind 40 Minuten in der Keine-Sorgen-Arena in Linz vorbei. Und die Linzer führen auch nach 40 Minuten mit einem Torvorsprung gegen den VSV. Er soll sich in Ruhe erholen. Jetzt die Möglichkeit für die Linzer. Prohaska lässt die Scheibe aus. Und da ist sie im Tor. 3:1 für Linz. Jetzt natürlich der Jubel in der Halle. Groß. Aber Schiedsrichter Fossi zeigt Jan, ich will mir das Ganze noch einmal auf dem Monitor anschauen. Wolfgang Fossi mit der Entscheidung des Video-Judgings. Zunächst der Schuss, dann Patrick Leahy, dann Brad Birdie. Scheibe ganz sicher mal im Tor. Hier sehen wir es noch einmal. Leahy und dann Birdie.
Die Frage wohl hat hier Brad Birdie. Gerd Prohaska entscheidend behindert. Aber ja, ist da zwar im Torraum, war auch mit dem Schlittschuh dran. Wenn ich es richtig gesehen habe, aber die Heads geben diesen Treffer. Und damit führen die Linzer erstmals am heutigen Abend mit 2 Toren Vorsprung. Jubeln natürlich jetzt auch bei den kleinsten Fans. Wir haben diesen Check gesehen von Jonathan Furland. Wie gesagt, ohne Verletzung. Pat Leahy! Und das ist die endgültige Entscheidung. Patrick Leahy macht den 2. Treffer in diesem Spiel und trifft zum 4:1 für die Black Wings. Über diesen Treffer gibt es dann auch keine Diskussion. Wie genau ins Eck und trifft hier zum 4:1 sein 18. Treffer in dieser Saison. Das ist kommt von Brad Birdie. Ja, und wenn man Patrick Leahy so frei lässt, dann macht er ja das, was ein Goal geht. Er macht nämlich ein Tor. Sich selbst bestraft, auch durch diesen Check von Jonathan Furland. Und das Spiel ist aus. Die Black Wings gewinnen nach 6 Niederlagen wieder einmal ein Spiel. Und die Erleichterung auf dem Gesicht von Kim Collins, die können Sie leicht ablesen. Dem Field Goal nicht nur ein Stein, sondern ein ganzer Felsbrocken vom Herzen. Insgesamt geht der Sieg der Linzer, denke ich mal, in Ordnung. Man ist sehr früh in dieser Partie in Führung gegangen, schon nach 15 Sekunden. Und hat sich dann letztlich nach dem Ausgleichstreffer von Roland Kaspitz auch nicht beeindrucken lassen durch diesen Ausgleich. Westland hat gehalten, was zu halten war.